Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Hochsensibel au Ja. Ist der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und heute geht es um das Ja zu dir im Interview mit Michaela Rödel und dem Thema der Extrovertierten, Introvertierten oder Highly Sensation Seeking Sensibilität und ihrem Herzensthema der Achtsamkeit. Und das ist ein super interessantes Gespräch. Und was ich auch so schön finde, ist, dass so spürbar ist, dass, wie sehr Michaela mit ihrem Herzen bei der Arbeit ist als Coach für Hochsensibilität und auch Achtsamkeit. Und sie liefert damit ein wunderbares Beispiel und eine tolle Inspiration, weil sie selbst früher unter ihrer Sensibilität gelitten hat und jetzt das aber auch genießen kann. Und das ist ja auch unser Herzensanliegen hier im Podcast, der Webseite. Und da kannst du auch über die Podcast-Folgen hinaus unseren Newsletter abonnieren, in dem du immer noch zusätzliche Inspirationen, Tipps und Hilfestellungen für das Ja zu dir, für den Genuss deiner Hochsensibilität bekommen kannst, die nochmal über die Inhalte des Podcasts hinausgehen. Du findest dazu den Link auf unserer Webseite hochsensibel-auja.com. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Interview mit Michaela Rödel. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Michaela. Hallo, ich grüße dich. Ja, ich habe heute Michaela Rödel im Interview. Ich freue mich sehr. Danke, Michaela, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beiden haben uns, glaube ich, gegenseitig getroffen bei Instagram Genau. Und da gegenseitig verfolgt. Und Michaela postet da auch immer wieder ganz viel über Hochsensibilität, ganz spannende Themen. Und ich habe halt auch gesehen, dass sie auch Expertin ist eben für verschiedene Teilbereiche, unter anderem auch diese Einteilung in Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Und du hast ja sogar auch noch einen dritten Aspekt, den du da benannt hast. Und da wollen wir heute drauf einsteigen und auch auf dein Spezialgebiet der Achtsamkeit. Mhm. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für die Hörer, die dich nicht kennen? Mhm. Ja, hallo, ich bin die Michaela Rödel. Ich bin selbst hochsensibel und habe sozusagen mein Leiden zur Leidenschaft gemacht und arbeite jetzt als Coach für hochsensible Menschen in Altdorf bei Nürnberg. Und es macht total viel Spaß und die Hochsensibilität ist eben auch mein Lebensthema, zusammen mit der Achtsamkeit, genau. Du hast eben gerade gesagt, dein Leiden, also es war für dich früher auch eine leidvolle Erfahrung, hochsensibel zu sein, verstehe ich das richtig? Mhm. Ja, schon, also das ist es teilweise natürlich auch jetzt noch oft, weil ich auch natürlich wie jeder andere auch immer wieder an die Grenzen stößt. Aber es ist jetzt in Ordnung oder ich mag's. Also ich komme gut damit zurecht. Aber früher war das schon auch schwierig. Ja, ich wusste auch gar nicht, was mit mir los ist und die ständige Überreizung. Und ich habe natürlich auch versucht, immer mit anderen mitzuhalten und da irgendwie so auf dem gleichen Level zu sein oder mich anzupassen so an den anderen. Und das hat mich total unglücklich gemacht. Und ja, ich wusste auch gar nicht, wer ich bin. Also so ganz viele Aspekte, die wirklich schwierig gemacht haben, ja. Ja, wie so viele, ne? Wir haben viele die gleiche Geschichte. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du das mittlerweile auch gut annehmen kannst oder auch zum Teil genießen kannst. Gab es da für dich auch so ein spezielles Erlebnis oder so einen Wendepunkt? Also Punkt ist eher schwierig zu sagen. Es war einfach so ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich beschäftige mich schon seit meiner Jugend mit dem Thema Hochsensibilität
Und ja, am Anfang war das natürlich erstmal so ein Wow, cool, da gibt es einen Begriff dafür, für dieses komische Anderssein. Und ich bin ja gar nicht anders. Also komisch, schon anders, aber nicht komisch. Und es gibt viele, die auch so sind wie ich. Und es gibt den Namen dafür, voll cool. Aber trotzdem dauert das natürlich, bis man da so ins Annehmen kommt oder auch in die Selbstfürsorge. Das waren immer so viele Schritte. Aber was mich eben da auch besonders drin unterstützt hat, war eben oder ist immer noch die Achtsamkeit. Also das habe ich so 5, 6 Jahren bin ich da so an das Thema Achtsamkeit gekommen und das hilft mir unheimlich. Also obwohl es im ersten Moment gar nichts mit Hochsensibilität so zu tun hatte, sondern einfach so bin ich damit in Berührung gekommen und das war also ein großer Punkt dabei, was mir eben sehr geholfen hat oder auch noch hilft. Ja, genau. Der Achtsamkeit. Hast du da mal ein Beispiel, wie du das im Alltag praktizierst? Also das ist eine große Sache. Das ist auch nicht so was, wo ich mal einen kurzen Vortrag höre und dann bin ich auf einmal achtsam, sondern das ist auch ein lebenslanger Prozess. Aber was für mich so Sachen sind, also dass ich meditiere jeden Tag, also verschiedene Meditationen, das hilft mir einfach, zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen, ganz bei mir anzukommen, im Moment zu sein und mich einfach mit mir selbst zu verbinden und immer wieder so in mir selbst auch nach Hause zu kommen, also immer wieder so diesen Rückzugsort zu finden und in mir, mit mir verbunden zu sein. Also das ist eine große Sache. Und dann, ja, übe ich mich auch immer wieder da drinnen, so auf verschiedene Situationen achtsam zu reagieren. Also ja, wenn der Nachbar mir was Blödes sagt oder wenn ich an der Kasse ewig lange warten muss, mich dann nicht aufzuregen, sondern bei mir zu bleiben und ja, gelassen zu bleiben und im Moment zu bleiben und auch versuchen, was aus der Situation zu lernen, mich selbst zu spüren. Zum Beispiel, wenn ich an der Kasse stehe und es sind 10.000 Leute vor mir und ich habe es eilig, dann zu gucken, ja, was passiert da jetzt genau? Warum kann ich das jetzt nicht einfach aushalten, hier stehen zu bleiben? Also solche Sachen, es ist ganz, ganz viel. Es ist schwierig, sich da kurz zu fassen. Also einfach auch in alltäglichen Dingen auch achtsam zu sein und immer wieder mit dem Körper auch sich zu verbinden, ja, bewusst zu sein, achtsam auf sich selbst zu sein, solche Dinge, ja. Genau, ich glaube, das kenne ich auch, dass das so dieser entscheidende Punkt ist, mich selbst in meinem Körper wahrzunehmen. Ja. Und du hast jetzt eben gerade was gesagt, ja, mich da nicht aufzuregen. Das war für mich lange Zeit, sag ich mal, ein schwieriges Thema, weil ich auch, also für mich war das ein schwieriges Thema, weil ich immer dachte, ich will mich nicht aufregen, aber ich habe mich aufgeregt. Ja. Und ich bin jetzt eher so an den Punkt gekommen zu sagen, ja, das ist okay. Es ist okay, dass ich mich aufrege, aber dann in erster Linie dieses Gefühl in mir zu spüren. Ja. Und wenn ich das schaffe, tatsächlich nicht im Kopf die Gedanken dann noch immer dazu zu produzieren in einer Tour, wie bescheuert ist das denn jetzt? Ich halte das nicht aus. Was soll das denn? Also wenn ich wirklich sage, okay, wo spüre ich mich denn jetzt? Spüre ich jetzt meine Arme? Spüre ich was am Herzen? Oft spüre ich was im Bauch. Dann erlebe ich das so, dass selbst wenn ich mich aufrege, dieses Gefühl aber auf eine natürliche Art auch wieder geht. Und zwar, dieses Festhalten ist so meine Erfahrung, passiert im Kopf durch diese Gedanken. Und die Kunst ist es, aus dem Kopf raus, in den Körper rein. Ja. Und dann kann ich mich auch mal aufregen und es ist völlig normal und es ist aber natürlich. Ich lasse das zu und es geht wieder. Genau, also das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt, genau. Also in der Achtsamkeit geht es ja auch nicht drum, irgendwie besonders heilig oder besonders irgendwie zu sein, sondern es geht eigentlich darum, ganz im Moment zu sein und alles wahrzunehmen, was gerade ist. Und genau, wenn ich da gerade das Gefühl habe, boah, das ärgert mich jetzt unheimlich, dann auch nicht zu sagen, nö, ich ärgere mich nicht, ich bin ganz entspannt, sondern eben diesen Ärger auch wahrzunehmen. Wo spüre ich
in dem Körper? Welche Gedanken gehen damit einher? Also auch nicht so in den Widerstand zu gehen, sondern das erstmal anzunehmen, da sein zu lassen, und dann darf ich es auch wieder loslassen oder eben schauen, was passiert, wenn ich mich da in den Ärger hinein entspanne. Genau, also das ist ganz viel Arbeit an einem selbst, auch wie man auf Sachen reagiert und da sich selbst gut zu begleiten, sich selbst immer besser kennenzulernen, auch so Gefühle, Gedanken, ja. Mhm. Genau, sich in den Ärger hinein entspannen. Das finde ich ja schön. Schöner Ausdruck, ja, dass es da sein ja darf. Das gibt dem auch eine Berechtigung. Ne? Und genau, was ich jetzt auch so spannend fand, dass du mal dich gesehen habe in einem Video, wo du erklärt hast, die Unterschiede zwischen extrovertierten, hochsensiblen Menschen, introvertierten, hochsensiblen Menschen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch einen dritten Aspekt. Mhm. Kannst du uns das nochmal kurz erläutern, was das bedeutet? Ja, genau. Also man geht ja oft so davon aus, dass die hochsensiblen Menschen, das sind alles so graue Mäuschen, die so ganz schüchtern sind und sich nichts trauen und sich den ganzen Tag ausruhen oder so. Also so, ich sag jetzt mal so ganz kitschig pauschal die introvertierten Menschen, was jetzt echt auch gemein ist, ne? Und es ist aber so, dass so circa 70% der hochsensiblen Menschen nur introvertiert sind. Und introvertiert heißt auch nicht, dass man jetzt total schüchtern ist oder so. Also ich bin auch introvertiert und ich kann trotzdem mich auch hinstellen und was sagen oder so, sondern es geht darum, wo man seine Energie herzieht. Also ich zum Beispiel oder überhaupt introvertierte Menschen, die ziehen ihre Energie eher aus dem Alleinsein, aus dem in sich sein, aus der Ruhe, aus der Stille. Also wo tanke ich auf, ne? Wenn ich jetzt nach einem Arbeitstag, wie tanke ich da auf? Also ich brauche dann meine Ruhe, ich lese ein Buch, ich mache Yoga, ich mache irgendwas Stilles. Und extrovertierte Menschen, die ziehen ihre Energie eher so aus dem Zusammensein mit anderen, aus dem Erleben, also die wollen auch was erleben. Also die natürlich brauchen die auch die Stille und den Rückzug, aber die ziehen ihre Energie eben eher so aus dem Zusammensein mit anderen, aus dem was erleben. Die mögen das dann ganz gerne, vielleicht abends sich noch mit Freunden zu treffen oder so, um Energie zu tanken. Genau, das ist so der Knackpunkt, wo ziehe ich meine Energie her. Und dann gibt's noch so eine dritte Gruppe, das sind aber nur ganz wenige, die sogenannten High Sensation Seeker, also die praktisch, also das heißt übersetzt, die hohe oder viele Reize suchen, was jetzt erstmal total paradox klingt für hochsensible Menschen, weil die ja eben nicht so gerne die Reize so mögen. Aber damit ist einfach gemeint, dass es diesen Menschen schnell langweilig ist und dass die dann immer wieder was Neues brauchen, also neue Ideen, neue Aktivitäten, neue Menschen. Also die brauchen so Stimulation im Sinne von, mir wird es schnell zu langweilig, ich brauche was Interessantes, Neues. Also es muss jetzt kein Bungee-Jumpen sein, sondern es kann auch einfach, es können neue Menschen sein, neue Hobbys, neue Themen, neue Arbeitsstelle, solche Sachen. Mhm. Und das Problem dabei ist aber, dass diese Leute sich immer so ein bisschen unausgeglichen fühlen, also dass die so das Gefühl haben, mit einem Fuß auf der Bremse zu stehen und mit dem anderen auf dem Gaspedal, also dass es so fast wie ein innerer Kampf ist und immer so ein Auf und Ab zwischen, ich brauche was Neues, und dass sie dann aber natürlich auch schnell überreizt und überfordert von den vielen Neuen sind, weil sie ja auch hochsensibel sind und dann auch wieder so auf der Kurve runterfallen und so eine lange Zeit brauchen, sich davon auch wieder zu erholen. Also das ist so ein Auf und Ab und so ein Phasending, genau. Also diese Leute müssen besonders gut auf ihren Energiehaushalt achten, um da ein bisschen so in die Balance zu kommen. Also erstmal finde ich das jetzt ganz spannend, wie du das erklärst. Sehr einleuchtend. Also wo zieht jemand seine Energie her? Und ich hätte jetzt vorher, ich habe mich aber auch noch nicht so viel mit dieser ganzen Thematik beschäftigt,
immer ganz klar gesagt, ich bin extrovertiert, aber wie du das jetzt schilderst, finde ich mich eigentlich in allen drei deiner Kategorien wieder. Ja. Und ja. Ist das auch so deine Erfahrung, dass auch viele Menschen alle Anteile oder diese hochsensiblen Menschen alle Anteile davon in sich tragen? Ja, also so wie du das sagst, sagen das echt ganz viele. Denen fällt es schwer, sich so einzuordnen. Und ja, also mir geht es ja auch so. So mit introvertiert fühle ich mich auch ein bisschen abgestempelt, weil ich dann das Gefühl habe, ja, ich kann auch extrovertiert sein und ich kann auch so High Sensation Seeking hoch und runter sein. Also ich glaube, wie mit allen Eigenschaften, die es gibt, also ob das jetzt Fleiß ist oder Ordnung oder alles Mögliche, glaube ich, haben wir ja alle Aspekte in uns. Oder das ist ja wie so eine, sagen wir mal, wie so eine Linie. Also du kannst mehr oder weniger fleißig sein. Und irgendwo auf dieser Linie bewegen wir uns ja alle. Und wir, also auch wir Hochsensiblen, wir haben ja auch extrovertierte Anteile in uns. Wir haben introvertierte Anteile in uns. Und uns wird auch allen schnell langweilig. Also das haben wir alle gemeinsam. Aber ich glaube, das ist halt so eine Positionierung oder so eine Tendenz einfach, die so ein bisschen die Einordnung erleichtern kann. Das sind natürlich alles auch nur wieder Etikettierungen und Schubladen und so. Also das soll auch nichts Versteifendes sein, aber es kann einem einfach helfen zu wissen, ah, mir tut es gut, mich mit Menschen zu treffen, um da meine Energie zu ziehen. Oder mir tut es gut, mich eben eher zurückzuziehen und auszuruhen. Ich bin introvertiert, ich brauche dann viel meine Ruhe. Also so ein bisschen dieses Verständnis. Was aber nicht heißt, dass ein Introvertierter nicht auch Kraft schöpft aus einer guten Runde mit Freunden oder so, ne? Sondern so eine grundsätzliche Tendenz einfach, genau. Und nutzt du das auch dann in deiner Arbeit, dass du den Menschen beim Coaching, je nachdem, welcher Aspekt in ihnen dominanter ist, darauf eingehst? Also, dass es Unterschiede macht, jemanden, der überwiegend extrovertiert ist, anders zu arbeiten als jemand, der überwiegend introvertiert ist? Ja, also es ist schon immer wieder Thema, aber das ist jetzt für mich nicht so eine Grundsatzdiskussion oder nicht so mega wichtig, weil ich eher so gucke, also dass es generell so ein bisschen im Gleichgewicht ist, weil es gibt ja viele Leute, die zu mir kommen, die sind eher so ein bisschen, also die haben eher so das Problem, dass sie sich so ein bisschen verstecken oder so sehr zurückziehen und gar nicht so sehr rausgehen. Also das sind so die meisten irgendwie. Mhm. Also dass die dann eher so ein bisschen die Inspiration brauchen, sich nicht gar zu sehr einzuwartieren, sondern auch mal rauszugehen und sich auch mal bestimmten Reizen auszusetzen, auf Leute zuzugehen. Das kommt ja auch noch oft dazu, so ein bisschen so eine soziale Unsicherheit, oh, ich traue mich nicht, wie soll ich Leute ansprechen und ich bin so unsicher und die mögen mich doch bestimmt nicht. Also dass es da eher so ein bisschen drum geht, so eine Balance zu finden zwischen innen und außen. Und das ist natürlich dann ganz individuell, was für denjenigen jetzt gerade passt im Prozess. Also von dem her ist es jetzt gar nicht so das große Thema im Coaching. Eher so unterschwellig, ja. Also unterschwellig, aber es ist wie immer oft für uns hilfreich, auch uns selber besser kennenzulernen, wenn wir diesen Schubladen ein Stück weit als Angebot nutzen, zu sagen, ah, ja, da ist ein Aspekt von mir, ah, da ist ein Aspekt von mir. Aber letztendlich, das ist auch meine Erfahrung, geht es ja darum, dass wir uns selbst einfach immer besser kennenlernen, um dann auf unsere Bedürfnisse zu kennen und darauf einzugehen, damit es uns gut geht, ne? Mhm, absolut. Genau, ich glaube auch, dass diese Schubladen und diese Etikettierungen uns helfen können. Also genauso wie ja Hochsensibilität auch so ein Etikett ist, ne? Ja. Ich bin hochsensibel. So eine Definition, die ich total gut finde, weil es einfach hilfreich ist, sich da irgendwie auch zugehörig zu fühlen und sich auch von vielen Aspekten angesprochen zu fühlen. Es gibt aber natürlich auch viel Kritik an solchen Etikettierungen, genauso wie introvertiert oder extrovertiert oder so.
Und letzten Endes glaube ich aber auch, wie du es sagst, dass es einfach eine große Hilfe ist. Ja. Und wenn ich mir aber vorstelle, wir wären einfach, also jeder Mensch wäre einfach ganz bei sich und würde ganz gut sich selbst kennen, seine Bedürfnisse kennen und für die einstehen. Und wir würden uns nicht so mit anderen vergleichen und uns rechtfertigen müssen, dann bräuchten wir diese ganzen Etikettierungen gar nicht. Ne? Mhm. Da müsste ich nicht hingehen und müsste sagen, ach du, ich bin hochsensibel und deswegen bin ich das, sondern ich wäre einfach, wie ich bin. Und ich würde einfach so voll in meinem Sein leben, wie ich bin. Und die anderen, die merken das dann schon. Ah, okay, die zieht sich jetzt mal zurück. Oh, das kann sie gut, das kann sie gut. Aber dann bräuchten wir diese ganzen Etikettierungen gar nicht. Mhm. Aber so finde ich auch, es ist eine gute Hilfe und Orientierung. Ja. Ja. Das, was du da vorhin erzählt hast, wie heißen die nochmal, diese dritte Gruppe? High Seeking? Nee. High Sensation Seeking. Ach, man nach hohen Sensationen suchen. Mhm. Genau, genau. Das hat mich auch irgendwie an diese Scanner-Persönlichkeit erinnert. Ne? Mhm. Die gibt es aber eben auch oft in der Kombination, die hochsensitiven Menschen mit dieser Scanner-Persönlichkeit. Das auch dieser Reiz, also habe ich jedenfalls auch in meinem Umfeld öfter erlebt. Oder ich kenne das von mir selbst auch immer wieder nach neuen Erfahrungen suchen auch. Und ich erlebe das als etwas, oder ich sehe das als etwas Positives auch, dass aus meiner Sicht unsere Seele eben immer auch wieder neue Erfahrungen machen möchte und mhm. ich damit auch meiner Seele Ausdruck gebe, wenn ich dann denke, oh, das ist aber spannend und da bin ich jetzt ganz neugierig und das gucke ich mir auch mal an. Und trotzdem weiß, jetzt muss ich aber wieder meine Stille haben, meine Ruhe, ich möchte mich zurückziehen und finde da eine gute Balance. Also das macht es für mich eigentlich das Leben dann auch wirklich erfüllend, ja, weil mhm. alles da sein darf und alles drin ist. Genau, genau, ja. Und das ist ja auch wieder so eine Sache mit der Scanner-Persönlichkeit und so. Das sind ja auch die Grenzen wieder sehr fließend, ne? Weil ja hochsensible Menschen allgemein so sehr interessiert sind an vielen Sachen und auch eigentlich gerne viele neue Sachen ausprobieren wollen und da wieder Querverbindungen suchen und so weiter. Und in welcher Ausprägung das dann vorhanden ist, das ist dann halt nochmal ein Unterschied. Ja, genau. Das stimmt. Aber ich finde es auch total bereichernd, also sich für vieles zu interessieren, Sachen auszuprobieren, das macht das Leben so bunt und das finde ich auch total super oder eine total schöne Eigenschaft, ja. Ja. Jetzt bezogen auf die Achtsamkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme, ich erlebe mich eben häufig auch extrovertiert, aber ich brauche, glaube ich, genauso viel Zeit, introvertiert, dass ich viel Ruhe brauche. Und wie würdest du mir, oder was hättest du jetzt da für Ideen, Tipps, wie ich durch Achtsamkeit oder durch einen achtsamen Umgang mich wohler fühle, entspannter bin? Also da finde ich auf jeden Fall gut, also der Aspekt von der Achtsamkeit, einfach bei sich anzukommen und sich selbst noch mehr kennenzulernen. Also nicht nur so im Wissen, ach ja, ich bin ja extrovertiert, ich brauche da das und das, sondern wirklich im Spüren. Und so, dann kommt man auch so raus aus den Konzepten, ne? Also dass man, weil sonst könnte man vielleicht sagen eben, ja, ich bin doch extrovertiert, ich brauche doch jetzt zum Beispiel Kontakte mit Menschen. Und dabei brauche ich aber gerade heute an diesem Tag meine Ruhe, ne? Also das heißt, dann würde ich nach Konzepten leben und nicht nach dem, wie es mir wirklich geht. Und durch die Achtsamkeit kommst du eben mehr in Kontakt mit dir auch und kannst dann auch mehr spüren, was jetzt gerade wichtig ist, was jetzt gerade dran ist, welches Bedürfnis wirklich da ist und welche Gedanken vielleicht das auch überlagern. Also vielleicht denkst du jetzt gerade eben, boah, ich muss mich heute Abend mit der Freundin treffen oder das und dabei hast du gerade ein anderes Bedürfnis. Also da würde ich da so auf das eingehen, wo dass du für dich spürst, was jetzt gerade dran ist, was jetzt gerade gut ist.
Also in beide Richtungen. Und es kann natürlich auch mal sein, dass du keine Lust hast, dich jetzt mit Freunden zu treffen und du willst dich lieber verkrümeln. Und es wäre aber einfach mal gut, dich jetzt wieder mit Freunden zu treffen. Also das kann man ja nicht so pauschal sagen, aber da einfach so ein Gespür zu kriegen, also ganz tief in sich reinzuspüren, so eine ganz tiefe Reise zu sich selbst. Ja, ja. Das hört sich sehr schön genau an. Hast du da vielleicht einen Tipp, so zu starten, wenn ein Mensch, ich sag mal, so Probleme hat, sich selber da wahrzunehmen, weil er einerseits denkt oder fühlt, oh, ich möchte jetzt gerne rausgehen und da ist diese Veranstaltung oder diese Verabredung und es gibt gleichzeitig ein Gefühl, oh, ich bin müde, was jetzt stimmiger ist, also wie jemand da seine Wahrheit gerade in dem Moment findet, was jetzt die bessere Wahl ist. Ja, das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Das kann man echt nur von Situation zu Situation sehen und sich selbst besser kennenlernen. Also zu wissen, lüge ich mir jetzt selbst eins in die Tasche, weil ich einfach keinen Bock habe oder mich eben nicht auch herausfordern will, vielleicht auch Menschen zu treffen. Oder brauche ich jetzt wirklich gerade die Ruhe? Und es ist auch manchmal einfach schwierig, das rauszufinden, weil beides vielleicht auch gerade wichtig wäre. Und vielleicht kann man dann auch einen Kompromiss finden, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich gehe jetzt eine Stunde dahin und ich gehe dann ein bisschen eher heim. Also da kann ich jetzt wirklich nichts so Pauschales sagen, weil das eben auch auf die Person drauf ankommt. Also eben zum Beispiel auch auf die Tendenz, bin ich eher ein Mensch, der sich dann eben gerne verschanzt und sich so ein bisschen ja zurückzieht und die sozialen Kontakte meidet, dann bräuchte der vielleicht mal eher einen Kick, öfters so rauszugehen und Sachen zu probieren. Oder ist es vielleicht jemand, der eh schon auf allen Hochzeiten tanzt und nicht Nein sagen kann und nichts verpassen will und dann vielleicht eher mal einen ruhigen Abend bräuchte. Und dann ist es auch einfach ein Ausprobieren und eben in sich besser kennenlernen und dann auch rauszufinden, ja, belüge ich mich jetzt gerade selber? Bräuchte ich jetzt vielleicht den Kick? Also das ist auch so eine liebevolle Arbeit, so eine liebevolle Arbeit mit sich selbst. Also gebe ich mir jetzt selber den Kick und sag, ach komm, ich weiß, es ist jetzt eine Überwindung, dahin zu gehen und du würdest jetzt lieber voll auf der Couch rumliegen, aber komm, das probieren wir jetzt mal. Soziale Kontakte tun dir bestimmt heute Abend gut. Und das andere Mal zu sagen, boah, nee, heute bin ich echt fertig, ich sag das jetzt ab. Also das ist auch wieder so eine individuelle Sache einfach, ne? Ja. Also ich finde gerade, wenn du das jetzt so sagst, so eine Sicht auch ganz hilfreich oder für mich, jedenfalls fand ich die immer hilfreich, zu sagen, ich kann da eigentlich gar keinen Fehler machen, weil selbst wenn ich dann da hingehe und ich wäre, glaube ich, jemand, der tendenziell dann immer gerne irgendwo eher mal hingehen würde und ich merke dann aber dort, nee, eigentlich passt das jetzt hier gerade gar nicht. Dann kann ich sagen, okay, ich bin jetzt gerade ganz müde und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ja. Genau, genau. Dass es einfach auch so ein Probieren ist. Und es ist tatsächlich so, es ist ein Weg, sich selber immer besser kennenzulernen. Darum geht es, ne? Und auch ganz, 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 ganz wichtig, liebevoll mit sich selbst sein, ne? Also sich selbst auch gut zuzureden und dann eben, genau, dann bist du vielleicht auf der Party und merkst, oh nee, es geht echt nicht und mir ist ganz schlecht, das war jetzt einfach blöd, dann zu sagen, ja komm, dann gehe ich halt jetzt wieder heim und dann weiß ich das nächste Mal, abends um 10 gehe ich nicht mehr aus dem Haus, weil mir das zu spät ist oder wie auch immer. Also sich da liebevoll zu begleiten und sich da nicht irgendwie zu verurteilen, sondern zu gucken, was geht nicht. Sich auch liebevoll mal herauszufordern und zu sagen, komm, das probieren wir jetzt mal. Aber eben immer so dieses, ja, das freundlich sich selbst gegenüber zu sein und wohlwollend, das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch im schön. Sinne der Achtsamkeit. So sehr schön gesagt. Und kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass du das so verkörperst und den Menschen gut dabei helfen kannst, das auch für sich selbst so zu entdecken. Ja, das ist echt, echt, echt ein großer Wunsch von mir, ja. Ja. Was machst du da konkret für Angebote für Menschen, die gerne von dir unterstützt werden möchten?
Ja, also ich bin gerade dabei, auch ein bisschen so meine Programme umzustrukturieren. Aber es gibt natürlich so Einzelcoachings, also einfach so stundenweise so eine individuelle Begleitung. Das geht vor Ort, also ich bin da in Altdorf bei Nürnberg, im Nürnberger Land, oder auch per Zoom. Also das nehmen auch immer wieder Leute gerne in Anspruch und jetzt in der Zeit sowieso. Ja. Und ich habe dann auch immer wieder so ein paar Gruppenangebote oder auch so spezielle Themenangebote, also so drei Abende zum Thema Achtsamkeit, drei Abende zum Thema Hochsensibilität oder ich mache auch mal einen Vortrag. Also ich will da so ganz viele verschiedene Sachen einfach anbieten, aber eben ganz wichtig dabei ist mir immer so die Achtsamkeit, also die Achtsamkeit auch als Haltung und so die Selbstannahme und die Selbstliebe, Selbstfürsorge so. Vielen Dank. Michaela, hast du noch irgendetwas, was dir wichtig ist, noch zu sagen für die ganzen feinsinnigen Menschen, die jetzt hier zuhören? Ja, also ganz, ganz wichtig ist mir eben zu sagen, dass ich mir einfach wünschen würde für jeden Hochsensiblen, dass er sich auf die Suche macht, sich selbst besser kennenzulernen und wirklich sich auf die Suche macht nach dieser Haltung der Selbstannahme und der Selbstliebe. Also wirklich sich selbst gegenüber freundlich zu sein. Aufzuhören mit diesem, sich selbst zu verurteilen. Warum bin ich so komisch? Warum bin ich so anders? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Sondern zu gucken, wie du wirklich bist und wo dein Potenzial liegt, deine voll tollen Stärken. Und die hochsensiblen Menschen, die haben auch so viele innere, tiefe, schöne Schätze, die rauskommen wollen. Also die einfach zu heben und in eine gute Beziehung mit sich selbst zu kommen und dann auch für andere Leute zu strahlen. Das würde ich mir so wünschen für alle hochsensiblen Menschen. Ja. Wunderbar. Wir sind hier gerade wieder die Schau auf den Rücken gelaufen. Ja, es ist herrlich. Dankeschön. Ja. Okay, ich werde deine Webseite, dein Angebot verlinken. Mhm. Und danke dir jetzt für diese Zeit. Und ja, danke dir sehr, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Alles Liebe für dich. Bis dann. Danke für dich auch. Tschüss. Tschüss. Wie hat dir dieses Interview gefallen? Mich hat es total gefreut, im Gespräch mit Michaela zu merken, wie sehr ihr das so am Herzen liegt, auch Menschen zu unterstützen, weil sie selbst aus dem Leid mit der Hochsensibilität rausgekommen ist, ihren Weg ja gefunden hat und jetzt eben auch anderen Menschen helfen möchte, ihren Weg zu finden, damit wir alle unsere sensitiven Anlagen, unsere Talente, unsere Geschenke, die wir mitgebracht haben, diese feinsinnigen Geschenke, damit wir die auch mit Freude leben können. Und da ist sie eine wundervolle Begleiterin. Denn wenn wir Menschen begegnen, die ganz liebevoll auf uns reagieren, ganz verständnisvoll mit uns umgehen, dann lernen wir auch anhand dessen dieses liebevolle Verhalten immer besser auch mit uns selbst umzusetzen. Und selbst wie eine liebevolle Freundin oder ein bester Freund zu betrachten und auch so mit uns selbst zu reden. Ja, und das wünsche ich dir, einen wunderschönen Tag, dem du ganz liebevoll mit dir selber sein kannst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis zum Schluss. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe für dich. Bis dann. Ciao.